Wer nach Bischofsheim an der Rhön kommt, der kommt an der Eisdiele Adriana nicht vorbei, mitten in Bischofsheim. Auch ich bin nicht daran vorbeigekommen, aber das hatte andere Gründe. Ich hatte in der Nähe der Eisdiele ist ein Schließfach. Ich hatte den Schließfachschlüssel verloren, vielmehr den Haustürschlüssel. Und der Eisdiele hat mich beobachtet, wie ich ums Schließfach geflitzt bin und hat mir gerufen, vermisst du was? Ich sagte ja den Schlüssel, er sagte, ich habe ihn. Und ich marschierte mit ihm in seine Eisdiele und er übergab mir den Schlüssel. Ich hatte so viel Freude, dass ich gesagt habe, ich komme am nächsten Tag und verzehre den Finderlohn bei dir. Das hat er akzeptiert und wir sind auch zusammengekommen. Heute habe ich meinen ersten Eiskaffee getrunken und habe ihm auch zugehört, wie er sich mit den Gästen unterhalten hat. Seine Heimat Italien liegt ihm sehr nah, habe ich bemerkt. Er erzählte von der schönsten Küste in der Ecke von Italien, wo er wohnt, und auch über Parmesan, Eis und viele andere Sorten, wo ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Parmesan-Eis, na, muss ich mal probieren.